sowas von ready, Alter. Das sagt, glaube ich, jeder, der im Heli irgendwo hingebracht wird, weil Heli sorgt immer so für diese Stimmung. Let's go, let's go. Was ich auch bisher nur reingeschaut habe, ganz kurz den Anfang, und dann dachte, ah, das sieht so fett aus, das möchte ich mir eigentlich lieber im Stream angucken. Und zwar ist das der Arctic Warrior 2023 Trailer. Ich hatte ja die Einladung, die Chance dabei zu sein, habe aufgrund der MMA-Vorbereitung abgesagt, weil ich einfach wusste, ey, danach möchte ich nach Hause, weil dann ging es ja auch nach Grönland mit Fritz. Vielleicht habt ihr das Video auf meinem Hauptkanal gesehen, meine Absage. Aber was ich wusste, es wird fett. Ich sag etwas ab, was richtig, richtig fett wird. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie fett. Bisher waren ja auch die Teilnehmer noch nicht bekannt. Der Otto. Alter, krasse Bilder schon direkt zum Anfang. Alter, es wird fett. Das Warten hat ein Ende. Ihr habt schon die ersten Bilder gesehen vom Arctic Warrior. Der echte Trailer kommt gleich noch. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Habe ich schon. Glocke und wir sehen uns in Lappland auf dem Abenteuer. Vor 2 Monaten haben die Teilnehmer und ich oben in Finnland den Arctic Warrior gerockt. Jetzt aber erstmal zu den Profis. Die Profis sind Angehörige von verschiedenen Einheiten, aktive und ehemalige. Zum Beispiel vom KSK Kommando Spezialkräfte. Ist halt mega geil, auf was für ein Netzwerk Otto zurückgreifen kann, aufgrund seiner Bundeswehr-Vergangenheit. Kann nur gut werden. Gebirgsjäger vom Hochgebirgs. Ein Scharfschütze von der Luftwaffensicherung. Ah, hier. Mit ihm, falls ihr mein Finish Brutality Video kennt, wir beide sind zusammen im Ziel eingelaufen. Ah, das Bild ist sogar von Finish Brutality, oder? Ja, das war bei Finish Brutality. Heeresaufklärer. Einen Survival-Ausbilder der Bundeswehr. Außerdem habe ich mich ganz besonders gefreut, auch Kameraden und Kameradinnen aus internationalen Streitkräften mit dabei gehabt zu haben. Ach was. Unter anderem einen ehemaligen Soldaten von der Fremden. Krass. Da hätte jetzt Thomas Gast sein können, richtig? Wurde ja auch eingeladen. Als Profi, meine ich, ne? Außerdem hat meine Kameradin
vom österreichischen Bundesheer, und zwar hier dem Jägerbataillon 25 mit dabei. Liebe Grüße, gehen raus nach Österreich. Ah, nice. Finde ich gut, dass man auch eine Frau da in Action sieht, bei den Profis. Und mit mir ein ehemaliger Fallschirmjäger vom Fallschirm-Spezialzug. Kommen wir nun zu den Teilnehmern. Ich weiß, ihr habt lange, lange drauf gewartet. Manche davon sind schon bekannt. Bekannt sind bis jetzt Sascha Hellinger alias Unsympathisch TV. Kenne ich tatsächlich nicht. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber habe da kein Gesicht zu. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Dann unser Profi-MMA-Fighter Stefan Pötz. Stefan? Hi. Nice, da freue ich mich sehr drauf, Stefan in Action zu sehen. Hi. Meine bessere Hälfte, meine beste Freundin. Und unsere Wildcards, Franziska Siebert und Lolo Maus. Checkt deren Bewerbungen in der Videobeschreibung. Nun kommen wir zu den weiteren Teilnehmern beim Arctic Warrior. Wer sind die Teilnehmer? Es ist Evil Jared. Ach was, Evil Jared, sehr, sehr geil. Also da werden bei mir auf jeden Fall so Teenage-Erinnerungen wach. Damals Bloodhound-Gang und so weiter. Ist ja, glaube ich, Wahl-Berliner, ne? Also eigentlich Amerikaner, aber irgendwann nach Berlin gezogen. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist oder mittlerweile wieder in den USA lebt. Aber cool, das wird lustig bestimmt. Yvonne Ferrer. Kenne ich nicht, muss ich zugeben. Hat scheinbar aber auch Outdoor-Affinität, beziehungsweise ist er aktiv. Gerd Schönfelder. Alex, a.k.a. Rufus Cat. Ach was, hier. Stimmt, Alex ist am Start. Und als Backup-Kandidat hatten wir noch den lieben Florian mit seinem Kanal Silent Outdoors mit dabei. Kenne ich leider auch nicht. Tatsächlich war aber noch ein Teilnehmer mit in Lappland, und zwar Sascha Huber. Aber er hatte die Knieverletzung, richtig? Also der hatte sich ja in Frankfurt leider das Knie kaputt gemacht beim Training mit Stefan. Ja, richtig. Ja. Wir alle haben gehofft, dass er rechtzeitig wieder fit wird. Ernsthaft, Sascha? Ja, ernsthaft. Das hat er noch nie gehabt, ich schwör's. Leider ist er angereist, hat alles versucht. Aber das Sicherheitsteam hat ihn aufgrund medizinischer Bedenken rausnehmen müssen, ihm quasi die Teilnahme am Arctic Warrior verwehrt. Aber wir alle kennen Sascha, Sascha gibt nicht auf. Sascha wollte unbedingt ein Teil des Arctic Warriors sein. Was hat er gemacht? Er ist komplett bis zum Ende geblieben und noch drüber hinaus. Hat an allen Ecken und Kanten unterstützt. Und ihr könnt euch auf unfassbare Aufnahmen von Sascha freuen. Der Arctic Warrior ist das größte Projekt meines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren mit über 40 Leuten oben in Lappland. Eine Mammutaufgabe. Wie ihr seht, laufen hinter mir die Rechner schon auf Hochtouren. Denn bald geht's los. Am Sonntag, dem 23. April, startet die erste Folge um 17 Uhr. Wie geht's dann weiter? Ihr macht so den Rhythmus. Jetzt, heute ist der 13., also in 10 Tagen. Da werde ich mir auf jeden Fall auch jede Folge im Stream anschauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Immer Mittwoch und Sonntag kommen die, okay. Mittwochs und Sonntag, immer 17 Uhr. Zu den Hauptfolgen gibt es noch eine Behind-the-Scenes. Die machen wir mal freitags um 17 Uhr. Und da könnt ihr einfach
ja, spannende Hintergründe. Also 3 Videos die Woche. Krass. Grund erfahren, wie der Arctic Warrior entstanden ist, alle Problemchen, um so einfach nochmal die extra Portion Arctic Warrior mitzunehmen. Was habe ich mir vorgenommen? Ich möchte mit euch gemeinsam auf Twitch ebenfalls die Folgen anschauen. Ich schaue sie mir vorher nicht an. Und zwar immer an den jeweiligen Tagen um 21 Uhr. Das heißt, am Sonntag, an einem Mittwoch bei Behind the Scenes ebenfalls sitzen wir gemeinsam auf Twitch, schauen uns im Stream den Arctic Warrior an. Was bedeutet das aber auch Gegenschluss für die anderen Streamer? Ich möchte keine Sperrfrist vergeben. Ich möchte nicht hingehen und sagen, alle gucken erst 24 Stunden später, sondern jeder Streamer kann aberscheinen. Finde ich cool von Otto, aber ich glaube, dass bei so einem Projekt, was er da für einen Aufwand betrieben hat, investiert hat und so weiter, wäre es, glaube ich, smarter und völlig in Ordnung, wie bei Seven vs. Wild zu sagen, ey, nach 24 Stunden erst streamen, weil das Projekt wird so fett und ich sehe schon, alle schauen sich das dann an den jeweiligen Tagen an und dann werden quasi gerade bei größeren Streamern die Views geklaut, das ganze Re-Upload auf Live-Kanälen und so weiter. Also ich hätte es an Ottos Stelle anders gemacht, auch wenn ich es natürlich absolut verstehe, dass er sagt, ey, alles cool, schaut euch das an und so, aber hat er bei so einem aufwendigen Projekt, finde ich es völlig in Ordnung, dass alle irgendwie 24 Stunden Sperrfrist haben. Arctic Warrior mit seiner Community. Oder Otto sagt, hey, er möchte sich das abends mit seiner Community anschauen und 24 Stunden später können alle anderen streamen. Fände ich genauso in Ordnung. Einfach anschauen, genießen, Spaß haben. Schon vor dem Launch am 23. April bekommt ihr aber hier auf dem Kanal Einblicke über unsere Anreise und den Start des Arctic Warriors. Und ich weiß, ich habe euch lange auf die Folter gespannt, aber hier ist er jetzt, der Trailer zum Arctic Warrior. Oha. Wir sind in einer tödlichen Klimazone. Das Gelände sagt dir, ey, du gehörst hier nicht her, verpiss dich. Das hat was richtig Mystisches, Mysteriöses. Und da werden wir reingehen. Ich weiß bis jetzt nicht, wie die das überlebt haben. Mit der Dunkelheit kam die Müdigkeit. Fuck. Ich find's krank, was wir machen müssen, ne? Liebe Warrior! Es ist soweit! Wir vermischen hier diese zivile Welt mit dem Militärischen. Mal einen schönen Gruß an die Organisatoren. Seid ihr richtige Arschlöcher. Macht es gut! Alles Gute da draußen! Ah, Scheiße. Otto, für dich mache ich das alles, Brudi. Alles für dich, Mann. Ja, ich glaube, Otto hat auf jeden Fall einen Knacks. Ja. Bekloppt ist das eigentlich so? Was machen wir hier? Warum? Die beste Möglichkeit. Das, also nicht das, sondern gerade das Eisbaden, da sehe ich schon mal Otto, Stefan ganz weit vorne. Was passiert hier? Desinfizieren, die Wunde ist eine Wunde. Mit Urin desinfizieren? Das einfach drauf zu pissen. Brennt ein bisschen, aber ist gut. Ich habe nur einen Anruf bekommen, dass sie zusammengebrochen ist und zitternd am Boden liegt. Alter, das ist viel zu spät. Ich nehme dich aus dem Arctic Warrior raus. Wenn von den anderen einer sich einen Finger erfriert, ist das vielleicht scheiße, aber bei mir werden es halt dann 50% verdorben. Was? Erstmal, los schnappen. Lieg. Am ersten Tag schon so in der Scheiße. Hier draußen geht's echt um die Wurst. Das wird einem erst bewusst, wenn man draußen ist und die erste Nacht in der Kälte verbracht hat. Das ist kein Spaß. Beide Flaschen sind leer, wir haben noch kein Feuerholz. Wir haben ja gerade noch was erfahren, was den lieben Otto ein bisschen bricht. Das Einzige, was ich an Outdoor-Erfahrung mitbringe, an der Bushaltestelle mal eine halbe Stunde auf dem Bus. Okay.
schon ready, Alter. Das sagt, glaube ich, jeder, der im Heli irgendwo hingebracht wird, weil Heli sorgt immer so für diese Stimmung. Let's go, let's go. Let's go, baby. Geil. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Fuck. Geil. Geiler Trailer. What the fuck. Krass. Geiler Trailer. Ich freue mich mega auf Arctic Warrior. Ja, was soll ich da noch sagen? Richtig fett, ey. Eine Sache weiß ich, sonst weiß ich nichts. Und ja, also für mich ist da auch alles, was passiert, neu. Das ist sehr, sehr geil, Otto, ey.